zur Division natürlicher Zahlen. Wir werden die Zahl 2940 schriftlich durch 12 teilen. Dazu bereitet man diese zwei Striche vor und beginnt hier links. Wir nehmen die erste Ziffer. In diese 2 passt die 12 kein Mal hinein. Also nehmen wir die zwei ersten Ziffern. In dieser 29 passt die 12 zweimal hinein. 2 mal 12, das macht 24. Und diese 24 ziehen wir von dieser 29 ab. 29 minus 24, das macht 5. Jetzt schieben wir diese 4 hier runter und stellen sie neben diese 5. So. Und schauen, wie oft die 12 in 54 hineinpasst. Sie passt 4 mal hinein, denn 4 mal 12, das macht 48. Diese 48 ziehen wir von dieser 54 ab und erhalten so die 6. Neben diese 6 setzen wir diese 0, das heißt, wir schieben diese 0 hierhin, so, und überlegen jetzt, wie oft die 12 in 60 hineinpasst. Sie passt 5 mal in 60 hinein, denn 5 mal 12, das macht genau 60. Und diese 60 ziehen wir von der oberen 60 ab, somit bleibt als Rest der Division 0. Was also heißt, 2940 geteilt durch 12, das macht 245. Die Zahl, die geteilt wird, nennt man den Dividend. Die Zahl, die teilt, nennt man den Divisor oder auch den Teiler. Und die Antwort einer Division nennt man Quotient. Ich schlage vor, diese drei Divisionen schriftlich vorzunehmen und hinterher per Taschenrechner die Antworten überprüfen. Jetzt schauen wir, ob die Division kommutativ und assoziativ ist. Zuerst die Kommutativität. 24 geteilt durch 6, das macht 4. Aber 6 geteilt durch 24, das geht gar nicht in der Menge n, denn dazu ist die 6 viel zu klein. Also 24 geteilt durch 6 macht 4, wogegen die Antwort von 6 geteilt durch 24 ist nicht natürlich. Daraus können wir schließen, dass 24 geteilt durch 6 nicht dasselbe ist wie 6 geteilt durch 24. Also ist die Division natürlicher Zahlen nicht kommutativ. Also so. Jetzt schauen wir noch die Assoziativität nach. Wieder ein Beispiel dazu. 24 geteilt durch 6 geteilt durch 2. Diese Klammern bedeuten, wir rechnen zuerst das, was zwischen Klammern steht. 24 geteilt durch 6, das macht 4. Und erst hinterher teilen wir durch 2. 4 geteilt durch 2, das macht 2. In dieser Rechnung müssen wir ebenfalls zuerst die Klammern berechnen. 6 geteilt durch 2, das macht 3. Und erst hinterher teilt man diese 24 durch diesen Quotienten 3. 24 geteilt durch 3, das macht 8 und nicht 2. Also ist 24 geteilt durch 6 geteilt durch 2 nicht dasselbe wie 24 geteilt durch 6 geteilt durch 2. Was also bedeutet, dass die Division natürlicher Zahlen nicht assoziativ ist. Also so.